Spiel, Spaß und Spannung gibt's heute in der neuen Folge Orga News. Ich bin euer Lieblings-Orga-Boy Fufu. Ihr kennt mich. Wir haben heute Special-Programm. Es ist Season-Finale. Das wird krank. Wir sind ganz anders drauf als sonst. Bleibt auf jeden Fall dran und checkt es aus. Bis später. So fancy wird unsere heutige Folge. Was wäre ein Finale ohne Musiktipps? Special Show, Special Quiz. Zukunft der Orga-Boys. Was geht bei den Jungs in der Winterpause? Und zum Schluss die Organization Boys Worldwide berichten. Jetzt gibt's wieder ein paar saftige Beats für eure Ohren. Ich habe gehört, Levon haut demnächst mal was Neues raus. Wer ihn noch nicht kennen sollte, mein Favorite Track gibt's unten in der Beschreibung. Little Guarded fickt gerade alles über Instagram. Dicker, ich brauch deinen Scheiß. Young Hur mit einer Steinschleuder am Bundle. Was gibt's Besseres? Geniale Scheiße. Y kommt in 3 Wochen raus. Pre-order now das Ding. Wie ihr wisst, gibt es bei uns keine Verlierer. Wir sind alles Gewinner. Special Folge, Special Quiz. Wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch. Ein ganz kleines Rätsel. Das kriegt ihr bestimmt hin. Und Costa zeigt euch auch noch, wie man richtig absahnen kann. Willkommen zu Costas Gewinnerquiz. Den Quiz, was sogar deine Frau macht. Heute könnt ihr den neuen T-Shirt von Organization Boys gewinnen. Und das alles nur mit einer Frage. Schreibt die richtige Antwort in die Kommentare rein und wir suchen dann den Gewinner raus. In welchem Land wurde der erste Ofen produziert, Malaka? Was die Jungs und ich in der Winterpause so treiben, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber ihr kennt uns, wir setzen uns niemals Grenzen. Wir sind ziemlich vielfältig an einige Sachen rangegangen. Da kommt auf jeden Fall was Großes auf euch zu. Orga Music coming soon. Ja, was soll ich euch schon erzählen? Orga News ohne Werbung geht natürlich nicht. Wir wissen alle warum, tut uns nämlich ziemlich gut, aber wir haben natürlich immer eure Zukunft im Hinterkopf. Und ja, wir passen auf euch auf, bleibt dran. Ich kenne ein Mädchen aus meiner Klasse und der Vater hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat. Sind doch Spießer. Und der Bernd hat eine Wohnung auf dem Dach, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann. Auch Spießer. Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Oder einfach Orga Boy. Bip, bip, bip. Wir geben ihrer Zukunft Organisation. Ah, shit. Fufu International, ihr kennt mich und die ganze Welt kennt mich und ich habe meine Leute überall. Ich habe ziemlich viel Post bekommen von euch über diese Season aus. Wir haben uns alles angeguckt, hatten ziemlich viel Spaß dabei und mein Favorite, Lucky P, den zeige ich euch jetzt. Ladies and gentlemen, my name is Lucky P. I'm from South Dakota, North Carolina, Rapid City. I'm just listening a little bit of Johnny B. The weather is beautiful outside. I'm just lovely to be here in South Dakota, North Carolina. Was ist das denn, yo? Eka, wer den Typen nicht liebt, der hat es auf jeden Fall nicht verstanden. Orga Boys sogar bis nach Amerika. Viel zu krass. Noch eine viel krassere Nachricht habe ich jetzt für euch. Wer den Typen nicht kennt, der kennt uns nicht. Und das gibt's eigentlich gar nicht. Bobby, Bobby, Bobby mit ein paar geilen Grüßen aus Kanada. Ich habe mich schon gefragt, wo der Junge die ganze Zeit war. Hallo Leute, es ist Bobby Cornelius, live from Canada. Ich bin hier in dieser... In diese schöne Natur, ein bisschen verloren auf jeden Fall, aber kein Problem. Sonne scheint, schönes Wetter, wir sind gut, wir sind entspannt. Wir haben ein bisschen Weed, weil das ist legal hier, weißt du? Touristentipps. ja, ich habe meine Salomon-Schuhe, so ich bin super comfy. Danke Jan. Ich habe Ozi angerufen. Er kommt nächste Woche mit seinen Salomon-Schuhe für ein bisschen... Wandern über dort, Mountain Shit. Okay, ja, wir machen eine Orga News. Eine Orga News Break für Winter. So, ich würde hier bleiben und wir sehen uns nächste Spring. I love you guys, I love you all. Schreiben in den Kommentar für Touristentipps in Kanada. Geiles Montreal, französische Tipps. Du weißt, was ich meine. Ich nächste Spring. Das war Bobby Cornelius für Orga News. Bro, Bobby, 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 wie kann man diesen Typen nicht lieben? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns in nächster Zeit mal wieder ein bisschen öfter sehen. Ah, krass. Onkel Orga ruft an. Ey, der war letzte Woche im Krankenhaus, dem ging's nicht so gut. Aber schauen wir mal, was der so zu erzählen hat. Was geht? Hallo, liebe Leute. Hallo. Organization News. Ich bin leider etwas
eingeschränkt. Hab ich schon gehört? Mir geht's nicht so gut. Ja. Ich hatte eine Operation im Mund. Okay. Also ich kann nicht so gut reden. Aber zum Abschluss widme ich den Organization Boys ein kleines Gedicht. Okay. Und es geht so. Ich bin gespannt. Mein Engel. Mein wundervoller Engel. Wenn ich noch keinen. Digga, wie kommst du auf sowas? Der letzte. Wenn ich nur könnte, dann würde ich sagen. Was? Würde ich dir sagen, was du dir ersehnst. Auch. Oh, shit. Wow, Digga. Wie wir sehen, Onkel Orga geht schon wieder ziemlich blendend. Ziemlich blendend ging es Costa auch letzte Woche. Aber dem geht sowieso irgendwie immer viel zu gut. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch das Wetter macht, aber schauen wir mal, wo der sich so rumtreibt. Costa, wo bist du schon wieder? Malaka, ich hab keine Lust mehr, ey. Die ganze Zeit Organisation da, Organisation hier. Ich hab keine Lust mehr, ich geh jetzt Urlaub machen. Bis nächstes Jahr im Frühling. Peoples, zuallererst vielen, vielen Dank für die erste Season Orga News mit Fufu. Ich hatte verdammt viel Spaß, das Team hatte verdammt viel Spaß und wir haben noch viel, viel mehr für euch. Das heißt, wie immer, abonnieren, liken, subscriben das Ganze, damit ihr nicht verpasst, was wir noch so für geiles Zeug für euch haben. Es war mir eine Ehre, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz viel Liebe von den Organization Boys Worldwide. Ah, shit. Ups, bisschen zu weit. Schade. Oh nein, fuck. Scheiße. Nächste. Scheiße. Von den Spur, wenn man wieder richtig schön bumsen möchte. Ich sehe wieder kacke aus auf dem Video, weil ich nasse Haare habe wie so ein ekelhafter Esel, Alter. Nein, fuck. Scheiße. Ist richtiger Schrott. Wie sieht's aus? Fuck! Willst du, kriegst du, kein Problem, Alter! Was geht? Schnittfisch. Haben wir uns damit beschäftigt? Scheiße! Nein! Scheiße! 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 Hat mir nicht gefallen. Fuck! Alles anscheinend ziemlich teuer geworden. Anscheinend. Was quatsch ich denn ab, meine Scheiße? Fuck! Oh, Scheiße, Alter! Fuck! Hammer nochmal da! Das hat geklingelt, Bro. Ah, Scheiße. Da hatte ich einen Geilen im Kopf. Ah! Dieses. Oh, nein! Du das mir 50.000, immer noch! Fuck! Wir haben nicht. Oh, fuck! Maske! War anscheinend nicht der einzige Druck, den sein Bruder bei Preuß Münster hinten in der Eiung gemacht hat. Ich hab hochgeguckt, weil... Ja, der Tripper, mit einem Messer. So kennt ihr uns doch nicht. Oh, Slip! Wir hatten, weil... warte, ich hab einen Nein, scheiße. Jetzt gibt's die Musiktipps. Musiktipps. Schwieriges Gelände für die YouTube-Newcomer. Schwieriges Gelände. Was? Scheiße. So einfach, Alter. Zack. You like it, I like it. You like it, I like it. Dummes Ton. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Süßis. Süßis. Mach doch Pause, Digga. Mach doch Pause. Das läuft doch noch. Was ist das denn, yo? Ah, shit.